So, da bin ich schon wieder zurück. Es gibt doch wieder neue Informationen, was genau das hier betrifft, nämlich den Crossover Cup Pokal Event mit NBA zusammen wegen den Playoffs. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich jetzt rausgefunden habe. Also, ihr seht schon, Task completed. Bedeutet, ich habe auf jeden Fall schon mal irgendwas fertig gemacht. Von diesen Tasks gibt es insgesamt 5 Stück. Jeden Tag gibt es eine neue Aufgabe. So, wenn ihr dieses Spray hier haben wollt, warte mal, ich probiere es mal größer darzustellen. Wenn ihr genau dieses Spray haben wollt, müsst ihr halt 3 Tagesaufgaben machen. Wenn ihr natürlich das Banner noch haben wollt, müsst ihr 5 Aufgaben machen. Bedeutet also die nächsten 5 Tage. Ich weiß, die Seite ist überlastet. Habt aber einfach Geduld oder wechselt zum Beispiel den Internetbrowser oder versucht es am Handy. Und mit den Punkten seid da nicht zu ungeduldig, denn die Punkte werden nur alle 60 Minuten quasi gut geschrieben. Das heißt, du spielst jetzt 24 Minuten. Es kann sein, dass erst in über einer Stunde die Punkte hier gut geschrieben werden. Deshalb habt da halt wirklich ein bisschen Geduld. Loggt euch dann halt jeden Tag ein, guckt euch, was die Aufgabe ist. Mal gucken, vielleicht müsst ihr 10 Kills machen. Ich kann selber nicht sagen, was es damit auf sich hat. Aber hier oben seht ihr auch noch, es geht natürlich auch um die V-Bucks. Aber da sage ich ganz ehrlich, das ist Glückssache. Wenn wir uns die Teams angucken, wo wir uns noch eintragen können, beziehungsweise wo ich schon eingetragen bin. Zack, zack, zack. Ich sage, das ist so kompliziert hier. Teams. Ah, da ist es. Ihr seht, selbst das Team, wo ich jetzt drin bin, auch überfüllt. Toronto auch schon fast voll. Also hier natürlich auch das richtige Team zu finden, mit dem ihr die meisten Punkte machen könnt, ist natürlich auch nicht so leicht. Also V-Bucks würde ich an eurer Stelle vergesst die V-Bucks. Wenn ihr welche bekommt, ist okay. Wenn nicht, ist natürlich jetzt so besser. Aber wenn ihr halt, wie gesagt, hier geht es nur noch darum, entweder wollt ihr Spray haben, müsst ihr halt 3 Tagesaufgaben machen, wollt ihr das Banner haben, müsst ihr halt jeden Tag eure Aufgaben machen. Also ich denke mal, ich werde mir nur das Spray holen. Mehr will ich da eigentlich gar nicht haben. Und ich hoffe, ich konnte mit dem Video jetzt schon einigen wieder ein bisschen weiterhelfen. Und in dem Sinne natürlich gerne ein Like da lassen und gerne ein Abo da lassen und haut rein.